gucke immer da hoch, weil da sehe ich, was ihr seht. Vor allen Dingen eine riesengroße Glatze über meiner Schulter. Ja, ist so. Ja. Ich so ein bisschen hoch, ein bisschen so zur Seite. Ja, setz dir mal eine Mütze auf, das ist echt auch ein bisschen unästhetisch, Hannes. Herzlich willkommen zu Monster Hunter 4 Ultimate. Heute wird wirklich gezockt, Leute. Wir haben es getestet, es klappt. Und ich habe vorhin, vor ein paar Minuten, habe ich schon den Raum und das Passwort getwittert. Und es sind auch schon 3 Mitstreiter bei mir in der Empfangshalle. Die Empfangshalle, das ist da, wo Monster Hunter Multiplayer-Spaß sozusagen stattfindet. Ich habe einen Raum aufgemacht und habe jetzt hier 3 tapfere Mitstreiter. Wir können das uns direkt mal angucken. Wir haben nämlich schon eine kleine Tanzgruppe gegründet. Da sehen wir Naho, Tyria alias auch Membran. Und ich spiele unter dem Namen Trant, weil das hier noch ein alter Test-Account ist. Und Wink sind am Start. Und ja, ich muss vielleicht ganz kurz für alle Veteranen sagen, dass mit dieser Capture Station kann man jetzt nicht den neuen 3DS abgreifen, wo zum Beispiel mein Savegame drauf ist, der ultra krasse Supercharakter. Deshalb spielen wir hier mit einem quasi Testcharakter, den der Trant mal so 1-2 Stunden schon mal eingespielt hat. Und der ist ja noch ein bisschen schwach auf der Brust. Die Jungs, mit denen ich jetzt hier spiele, die sind aber schon relativ gut und haben freundlicherweise ein bisschen schwächere Waffen angezogen, damit jetzt gleich die Monster nicht mit 3 Schlägen platt sind, weil dann macht es ja auch keinen Spaß. Aber ihr seht es schon an den Rüstungen von denen, die sind alle schon einigermaßen geil equipped. So sieht das dann nämlich aus, wenn man schöne Rüstung und geile Waffen hat. Ja? Und die sind auch hier alle, Wink ist Jäger Rang 6 und Tyria und Naho sind Jäger Rang 7, also das ist schon relativ hoch. Ich hingegen bin noch Jäger Rang 1 und habe eine popelige Knochenwaffe. Aber das soll uns jetzt nicht stören, wir machen jetzt trotzdem schöne Multiplayer-Quests. Am Anfang ist es so, dass man halt hier an den Schalter geht und dann hier bei den Niedrig-Quests sich welche raussucht. Und da gibt es bestimmte Key-Quests, also Schlüssel-Quests. Und wenn man die gemacht hat, dann kommt eine dringende Quest. Das ist meistens ein neues Monster, was man dann legen muss. Wenn man das gelegt hat, dann steigt man im Jägerrang auf und hat Zugang zu höheren Quests. Und so geht das immer weiter, bis man später zu den G-Ranks kommt, wo dann die richtig krassen Quests sind. Und natürlich dementsprechend auch die richtig krassen Materialien, mit denen man dann das richtig krasse Equipment bauen kann und so weiter und so fort. Ich habe jetzt halt hier echt nur noch die Billo-Quests, aber ich war hier auf einer Seite, und zwar Kiraniko. Das ist so ein bisschen ein kleines, so eine Art Monster Hunter Wiki. Und da kann man genau gucken, welche Quests man machen muss, um im Jagdrang aufzusteigen. Und das mache ich jetzt mal. Dann können wir es vielleicht noch hier in der Session schaffen, dass ich Jäger Rang 2 werde. Und die erste ist, die ich machen muss, so wie ich das hier sehe, ist Playing with Fire. Allerdings ist das ja jetzt hier auf Deutsch. Sehe ich jetzt gar nicht hier. Spiel mit Feuer. Oder habe ich hier wieder mal irgendwas verrafft? Ich glaube, es sind meistens immer fast alle Quests auf der zweiten Quest-Seite. Ich mache mal was, was am Anfang irgendwie ganz cool ist. Wir machen mal, ein Großjagi. Ist jetzt nicht wirklich cool, das wird relativ schnell gehen. Aber das ist so das erste Monster, was man so, das erste größere Monster, was man so trifft. Groß in Anführungsstrichen, aber ist so das erste Mal, wo man vielleicht ein bisschen länger mit zu kämpfen hat, wenn man neu ist bei Monster Hunter. Dann, wie es sich für einen Jäger gehört, wird vor dem Quest, also vor der Jagd, natürlich kräftig gespeist. Das machen wir hier. Schön am Tisch, Mahlzeit essen, und dann kann man sich da verschiedene Kombinationen aussuchen, Zutat A und Zutat B. Und je nachdem, was man dann wählt, kriegt man dann sozusagen Buffs für die jeweilige Quest. Hier sehen wir schön, was frisch ist, und die mit mehreren Sternen. Können wir zum Beispiel jetzt mal hier ein bisschen Königstrüffel nehmen und kombinieren das Ganze mit ein bisschen haarigem Thunfisch. Und dann sehen wir hier auch schon ein paar Effekte, die wir kriegen, zum Beispiel Gesundheitsbonus und Ausdauerbonus, und außerdem können wir dann noch so Special Buffs nehmen. Also ihr seht das hier rechts,
im Fenster, im Kleinen, Feline Trainer und Feline Erheber. Das sind dann nochmal so Special-Fähigkeiten, die teilweise sehr nützlich sein können, teilweise auch nicht, je nachdem. In dem Fall ist da jetzt nicht so viel Geiles dabei. Das liegt jetzt an der Kombination. Beschleunigt Kameradenwachstum ist halt der kleine Mitstreiter, den ihr habt. Aber ist jetzt für ein Großjagi auch eigentlich fast egal. Da kann man einfach irgendwas wählen. So, dann bezahlen wir noch und dann speisen wir. Und der eine hat einen kleinen Luigi. Wow, doppeltes Aroma. Super gut. So, jetzt habe ich die Buffs aktiviert. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Teammates quasi sich ready melden. Das sieht man dann an den roten Karten quasi, die blinken. Naho ist soweit, Tyria ist soweit, jetzt fehlt nur noch Wink. Immer ein schöner Anfängerfehler, wenn man die Quest startet, aber die Mitstreiter noch nicht fertig sind, dann ist man dann plötzlich alleine. Oder nur mit denen im Quest. So, jetzt kommt Wink. Der muss sich noch das Quest nehmen, das macht man dann hier an Bord. Also ich habe das Hauptquest ausgewählt und die Mitstreiter bestätigen dann quasi, dass sie bei dem Quest mitmachen, hier an der Tafel. Jetzt blinken alle, also kann die Quest beginnen. Das Quest, die Quest, der Quest? Weiß ich auch nicht, ist auch egal, ich werde es eh dauernd anders sagen. Und dann, die, was, die Quest? Ich bin mir ziemlich sicher, das ist die. Okay. Das ist, glaube ich, das Nutella. Na gut, Yannick sagt die Quest. So, bei jeder Quest gibt es am Anfang hier in der blauen Box so ein paar Materialien und Items, die man mitnehmen kann. Die kriegt man quasi geschenkt. Manchmal nützlich, manchmal nicht. Erste-Hilfe-Arznei. Aber auf jeden Fall sollte man sich die Karte nehmen, damit man weiß, wo man lang muss. Und jetzt müssen wir das Monster finden. Das heißt, wir suchen jetzt den Groß-Yagi. Und normalerweise, ich spiele jetzt natürlich schon mit erfahrenen Spielern, die wissen natürlich in der Regel, wo was ist, aber wenn man es nicht weiß, dann teilt man sich auf in der Map und dann markiert man quasi auf der Map für die anderen, wo das Monster ist und dann kommen alle dahin. Ich weiß jetzt aber tatsächlich auch gerade nicht. Gucken, ob die Jungs wissen, wo es lang geht. Ich gehe einfach mal in Gebiet 8. Ich folge einfach Tyria. So, da ist er auch schon. Zack. Ich spiele hier übrigens auf dem uralt 3DS. Also das ist nochmal eine ganze Nummer anspruchsvoller, sag ich mal, als auf dem 3DS XXL oder New 3DS. Also da braucht man sehr kleine Hände und der kriegt schon hier richtig auf den Sack. Der wird nicht lange machen. Das dauert normalerweise viel, viel länger, aber wir sind halt auch schon echt ganz gut. Also wir nicht, also die. Und das ist zum Beispiel ein neues Feature. Jetzt sollte ich übrigens aufhören zu schlagen. Jetzt habe ich gelabert, habe ich es gar nicht mitgekriegt. Das ist ein neues Feature bei Monster Hunter 4, dass man auf die Gegner draufspringen kann. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Feature. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Anhöhe gehe, ich weiß nicht, ob er das überlebt. Ich versuche es mal, auf den drauf zu springen. Zack. Und es hat nicht geklappt. Und dann kann man auf dem Großjagd oder auch auf anderen Viechern, jetzt macht es Wink nochmal. Ne, der hängt da irgendwie in der Wand. Und dann kann man wie so beim Bullriding auf dem drauf hocken und ihn dann von oben richtig schön schlagen. Und währenddessen sollten aber dann natürlich die Mitspieler nicht auf ihn draufhauen, weil er ihn dann schneller abschüttelt. Jetzt haben wir den Großjagi schon geschwächt und er geht stiften. Und das ist so ein typisches Ding. Haben wir ihn markiert? Ne, wir haben ihn dummerweise nicht markiert. Normalerweise gehört es sich eigentlich so, aber wir haben, glaube ich, ein bisschen gepennt, dass man ihn mit einem Farbball markiert. So, dass man dann auf der Karte immer sieht, in welches Gebiet er geht. Das ist am Anfang noch relativ einfach, weil der Großjagi nicht überall hin kann, aber gegen fliegende Monster zum Beispiel ist es dann schon nervig, wenn man dann nicht genau weiß, wo er ist. Und das ist eben auch typisch Monster Hunter. Ihr seht, es gibt keinen Energiebalken. Oh, ich muss mal schleifen. Es gibt keinen Energiebalken für das Monster. Das heißt, man weiß im Prinzip nicht hundertprozentig, wie viel Energie er noch hat. Man kann es nur erahnen anhand seiner Verhaltensweisen und anhand dessen, wie er sich zum Beispiel bewegt. Wenn er sabbert oder schon wie so ein gebrochenes Pferd humpelt, dann weiß man, okay, er hat nicht mehr viel.
Manche werden aber auch aggressiv oder verändern dann ihre Angriffstaktiken und so. Jetzt haben wir hier den Großjaggi gelegt. Jetzt können wir ihn carven, wie das so schön heißt bei Monster Hunter. Das sind dann immer besonders gute Ressourcen, die man kriegt bei so großen Gegnern. Oder was heißt besonders gute, aber auf jeden Fall Ressourcen, die, die halt nicht in der Regel von Kleinvieh gedroppt werden. Und man kann sich dann meistens aus jedem Monster, das man killt, wenn man es oft genug killt, kriegt man genug Materialien und kann sich dann für dieses Monster spezifische Waffen oder Rüstungen bauen. Aber dazu muss man dann halt oft, also man, einmal ein Monster killen reicht in der Regel nicht. Man muss es schon einige Male killen, bis man genug Materialien hat, um dann entsprechend sich zum Beispiel ein Rüstungsset zu bauen. Und Rüstungssets sind eine ganz wichtige Sache bei Monster Hunter, gerade in höheren Levels, bekommt man noch zusätzliche Buffs, wenn man Sets, also komplett eine Reihe einer Rüstung hat. So, das schicken wir alles an die Objektbox. Das sind halt, wie gesagt, alles Materialien. Ist auch völlig normal, wenn ihr am Anfang bei Monster Hunter erstmal überfordert seid und euch denkt, hey, was ist der ganze Kram? Was ist ein Kreischsack und was soll ich damit und so? Aber man wächst da rein. Man weiß, irgendwann hat man wirklich... das ist das Schöne an Monster Hunter, dass man so... Man wird wirklich ein Jäger, ja? Zumindest in dieser Monster Hunter-Welt. Man kennt die Umgebung, man kennt die Vor- und Nachteile der einzelnen Stages. Man weiß, wie die Monster sich verhalten. Man kann die Monster lesen. Man weiß, wo welche Ressourcen warten, wo es welche Käfer gibt, wo es welche Getränke gibt oder wie man sie herstellt. Und das ist irgendwie echt geil. Tyria hat einen Quest gewählt, sehr gut. Tyria weiß wahrscheinlich, welches die Key-Quests auch sind. Dann nehme ich das jetzt mal an. So, bestätigen. Möchtest du dich dieser Quest anschließen? Genau, machen direkt ohne Umschweife. So, da schreibt das auch. Tyria hat die Quests nachgeguckt. Dann gehen wir wieder an den Buff-Tisch. Was essen wir denn diesmal? Drachenhaupt ist frisch heute. Und Mega-Bagel. Geil. Nehme ich. Und dann gucken wir mal. Verlängert die Unverwundbarkeitszeit beim Aufstehen. Halbiert Wirkdauer von Verteidigung, Abwehr runter. Verringert bei Flucht vor großen Monstern den Ausdauerverlust. Vereinfacht die Flucht, wenn man von einem Monster gestellt wurde. Ich nehme hier den Erheber. Ist wie gesagt jetzt am Anfang. Wir sind ein bisschen overpowered. Für die Monster ist es nicht so wichtig. Später muss man aber dann schon komplett sich überlegen, welche Buffs man nimmt und... Huch, was mache ich denn hier? Und später wird auch Teamplay unheimlich wichtig. Jetzt war es relativ einfach gegen so einen Großjaggi, da gehen wir einfach hin und hauen den alle zu Klump. Aber später muss man sich richtig absprechen, denn man darf nur dreimal sterben, insgesamt als Gruppe. Nicht jeder darf dreimal sterben, sondern insgesamt darf nur dreimal gestorben werden, sonst ist die Quest gescheitert. Und das klingt jetzt gar nicht so krass, aber... Oh, jetzt merke ich hier voll den Lag. Ich drücke und es dauert voll lang, bis es passiert. Shit, das ist, weil jetzt Membran den Server aufgemacht hat. Also, Tyria. Aber wir machen die Quest jetzt so. Was wollte ich sagen? Genau. Das mit den drei Leben, das klingt erstmal gar nicht so schlecht. Allerdings, wenn man gegen ein fettes Monster kämpft, was zum Beispiel mit einem Schlag dir den halben Energiebalken wegnimmt, dann, wenn du dann einmal nicht aufpasst, kann es halt sein, dass direkt zwei Leute ihr Leben lassen. Und dann wird es nämlich schon spannend. Es ist auch so ein bisschen wie man es zum Beispiel bei League of Legends oder so kennt. Man ist nur so gut wie das schwächste Glied sozusagen, und wenn man als Jäger dann nicht im Team arbeitet, sondern sein eigenes Ding durchzieht, dann kann das teilweise die gesamte Gruppe runterziehen. Später muss man sich dann absprechen, wenn man Monster fangen will, muss man Fallen legen, man muss die Monster schwächen. Oh, hier ist er schon. Wo denn? Da. Fieses Flugvieh. Zack. Wo ist er? Wo ist er? Kommen wir nicht dran so. Komm runter. Jetzt.
Ja, das ist manchmal so ein bisschen... Ah, er ist drauf, okay. Jetzt sehen wir es. Nahu ist auf dem Vieh drauf und kämpft jetzt da oben drauf und schlägt immer drauf. Und das Vieh versucht, ihn abzuschütteln. So, und jetzt, wenn er es lang genug geschafft hat, dann kriegt man halt so ein Momentum, wo das Teil einfach auf dem Boden liegt und man erstmal ein bisschen draufschlagen kann, was sehr cool ist. So, Waffenstärke ist gesunken. Das ist halt bei so Anfangswaffen noch relativ nervig. Jetzt muss ich meine Waffe schleifen. Dazu nehme ich einen Wetzstein. Jetzt habe ich gerade mal hier nicht das Monster auf mir. Und jetzt ist meine Waffe wieder scharf. Das Problem ist, wenn eine Waffe unscharf ist, macht sie nicht nur weniger Schaden, sondern man kommt auch manchmal einfach nicht mehr durch Panzerung von Monstern durch. Das heißt, ihr könnt im Prinzip dann keinen Damage machen oder prallt einfach ab. Und da ist er auch schon kaputt. Und je besser eure Waffe ist, desto besser sind die Schärfe gerade von diesen Waffen. Und desto länger könnt ihr dann quasi mit maximaler Schärfe auf die Monster hauen. Später gibt es Monster, da braucht ihr einen gewissen Schärfegrad, um überhaupt, wie gesagt, die Panzerung zu knacken. Wenn dann eure Waffe zu schlecht ist, könnt ihr einfach nichts ausrichten. Außerdem kann man auch bei bestimmten Monstern bestimmte Körperteile abschneiden. Und die kann man dann auch wieder carven, die geben dann wieder besonderes Loot und so. Es ist alles sehr schön. Es ist wirklich ein komplexes Spiel. Und ein Spiel, in das man viel, viel Zeit investieren kann und muss oder darf. Wo sind denn jetzt alle? Also wir haben die Quest erfüllt, dann hat man meistens noch so ein paar Sekunden, dann wird man automatisch wieder zurück in die Stadt gebeamt. Aber es ging eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich bin jetzt in einer starken Gruppe unterwegs und normalerweise dauern solche Kämpfe dann schon viel länger. Aber wir wollen euch ja auch noch ein paar größere Monster zeigen, deshalb versuche ich jetzt hier auch ein bisschen schnell zu machen. So, das Zeug kommt alles in die Box. Am Anfang immer alles erstmal in die Box schieben. Alles sammeln, alle Ressourcen, die man irgendwo pflückt oder carft oder sammelt, alles in die Box. Später habt ihr Seiten voll mit Kram und so muss es auch sein. Jetzt sind wir wieder hier. So, ich mach nochmal ein Quest auf. Oder, nee, es war eigentlich ganz gut. Tyria, mach du ruhig nochmal auf. Es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich hoffe, er sieht das jetzt und hört das. Man kann auch chatten, also ich kann ihm jetzt auch schreiben. Kecha, Tetsu und Gypkaros. Okay, er hat's mir geschrieben, was man machen muss. Dann mache ich das. Das sind die Namen der Monster, die wir legen müssen. Das sind so die sogenannten Schlüsselquests. Dann machen wir jetzt mal einen Kecher. So. Wo ist er denn? Da, Kecherrätsel. Er jage einen Kecherwächer. Das ist der Affe. Der ist schön, der macht Spaß. So. Dann wieder an den Buff-Tisch. Hier gibt es übrigens auch einen Shop. Hier kann man sich dann noch Items kaufen, die einem bei der Jagd hilfreich sind. Übrigens, ich klicke das jetzt alles weg, aber eins muss ich sagen, die Texte, die Bildschirmtexte bei Monster Hunter sind super. Super guter Humor, super unterhaltsam, die Itembeschreibungen und so weiter. Also es macht wirklich richtig Freude, sich die durchzulesen. Ich kenne das jetzt alles schon und deshalb... Hallo. Das macht keinen Sinn, das kann keiner sehen, Michael. So, hier bin ich jetzt im Shop. Hier sehen wir noch so Sachen, die man kaufen kann. Eisenspitzhacke und Betäubungsmittel und all so ein Kram. Aber das brauche ich jetzt alles nicht. Wir wollen erstmal die Schlüsselquests machen. Ich habe jetzt vergessen zu essen. Das mache ich noch schnell. Was esse ich denn? Was esse ich denn? Okay, Königstruthahn und Königskäse. Das passt super zusammen. So. Scharfschütze ist Quatsch. Nicht so. Zack, essen wir schnell.
und dann geht's auch gleich los. Ich habe hier irgendwie gerade kein... Habe ich hier kein Netz oder was? Doch, eigentlich schon. So, ich komme, Jungs, wartet auf mich. Ui, das war knapp, hoffentlich bin ich dabei. Doch. So, ein Kecherwächer. Wieso komme ich denn hier nicht? Egal. So. Schön wieder die Map nehmen. Erste Hilfe, Wettstein, Farbball zu markieren. Vielleicht kann ich euch das gleich mal zeigen, wie man ein Monster markiert. Den Kecherwächer. Das ist jetzt eine von, ich weiß gar nicht, wie viele Welten, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. 8, 12? Ich weiß es nicht. Zack. Und ich spiele mit dem Langschwert übrigens. Ich hab immer mit dem Langschwert gespielt, auch bei den anderen Monster Hunter Teilen. Und es gibt aber noch natürlich ganz viele andere Waffen. Und jede Waffe steuert sich komplett anders. Und was bei Monster Hunter wirklich geil ist, das ist also sogar so ein bisschen so, also es ist eigentlich noch krasser als bei der Souls-Reihe. Man verschmilzt wirklich mit seiner Waffe. Man wächst mit seiner Waffe zusammen. Man verbessert die ja auch ständig im Prinzip. Und man lernt mit dieser Waffengattung, die sich immer gleich spielt. Also die Waffen machen dann mehr Schaden, aber die Art und Weise, das Moveset ist immer gleich. Und man perfektioniert die Waffe quasi. Und das ist echt nicht so einfach zu erklären. Das ist kein Button-Mashing, null. Wer Button-Masht, der kommt in dem Spiel überhaupt nicht weit. So, jetzt warte, ich versuche den mal zu markieren. Dazu nehme ich den Farbball, positionieren. Ja, ich muss ihn erstmal so. Und jetzt, zack. Jetzt seht ihr hier auf der Map unten rechts, ich weiß nicht, ob ihr es zu Hause erkennen könnt, ist so ein gelber Kreis erschienen. Ist nicht so ganz gut zu erkennen, aber wenn jetzt der Kecherwächer sein Gebiet wechselt, dann sehen wir immer genau, wo er ist. So, ich habe jetzt hier, wie gesagt, das Langschwert. Das macht so mittelmäßigen Schaden, mittelmäßige Geschwindigkeit, hat aber eine sehr schöne Combo. Und wenn man eine gewisse Anzahl an Kombos landet, dann seht ihr diesen roten Balken, der sich da vielleicht oben links füllt, unter dem Dolch quasi. Und wenn ich dann meine Mega-Kombo zünde, die ich jetzt hier gerade mache und leider überhaupt keinen einzigen Schlag treffe, und wenn ich die durchkriege, dann steigt die Anzeige, die Farbe verändert sich von meinem Langschwert und es macht mehr Schaden. Und davon gibt es 3 Stufen. Und in der höchsten Stufe macht das Schwert dann wirklich geil Damage. Und ja, ich weiß auch nicht, ich habe mir das irgendwie angewöhnt. Großschwert mag ich eigentlich auch ganz gern, aber es gibt halt auch Armbrüste, Gewehrlanzen oder Membran zum Beispiel. Also Tyria schlägt hier mit so einer Glocke zu. Und die Glocke macht zum Beispiel, je nachdem welche Kombination und welche Schläge man macht, macht die unterschiedliche Töne. Und wenn man gewisse Tonkombinationen hat, kriegt er einen Buff oder die ganze Truppe kriegt einen Buff. Oh, jetzt habe ich aber ganz schön Energie verloren. Da muss ich doch direkt mal das Zeitliche hier segnen oder was? Nee. Aber zumindest mal ein bisschen Heilkraut zu mir nehmen. Nee, Erste-Hilfe-Arznei. Es kostet natürlich auch alles Zeit, ihr seht's. Also man ist mitten im Kampf und jetzt mit 4 Leuten hat man dann das Glück, dass die alle Aggro ziehen. Ähnlich bei World of Warcraft oder so. Und man da einigermaßen ungestört sein Schwert oder seine Waffe schärfen kann oder einen Heiltrank benutzen kann. Wenn man alleine ist, ist es schon schwieriger, weil dann das Monster natürlich einigermaßen auf einen abgesehen hat. Und ihr seht, wir hauen jetzt hier zu viert mit recht hochleveligen Jägern auf den Kecherwächer und er verträgt schon einiges. Aber jetzt sieht man es sehr schön, wie er hier sich langsam so davon schleppt. Und wir werden ihm jetzt den Rest geben, der Arme. Der, guck mal hier, der arme Kecherwächer. Mit letzter Kraft versucht er zu entkommen und wir lassen ihn nicht, weil wir fiese Jäger sind. Aber jetzt ist er weggesprungen. Und wir gehen direkt hinterher, aber erstmal schleife ich noch. Meine Waffe ist schon wieder... Es ist halt echt eine Mistwaffe. Oh, und da kommt ein Großjagi und nervt mich. Ich kann gerade nicht schleichen. Okay, dann wechsle ich erstmal das Gebiet. So, jetzt schleife ich. Schleife ich und schleiche ich. So. Und oft ziehen sich die Monster zurück zu ihrem Hauptgebiet sozusagen, wo sie sich dann ausruhen und Energie
wieder aufladen. Hier ist jetzt der Kecherwächer, der hat sich versucht, wahrscheinlich hinzulegen und seine Wunden zu lecken. Aber da hat er mit uns natürlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil wir hauen einfach schamlos weiter drauf. Zack. So, da war es das auch schon. Und es gibt später also wirklich Monster. Das ist jetzt alles hier noch Kokolores, ne? Das ist alles Pipi-Level. Später gibt es also bildschirmfüllende Monster, wo man dann auch an die Harpunen muss. Der eine muss die Harpunen machen, der andere muss andere Sachen machen. Und man muss wirklich dann richtig taktisch vorgehen und es wird richtig knifflig. Und es gibt richtig krasse Monster, die einem sowas von den Arsch aufreißen. Das ist aber jetzt hier alles noch, ne? Jägerrang 1 ist Tutorial im Prinzip. Da sehen wir, glaube ich, was ist das, das ist, glaube ich, ist das die neue Waffe? Ist diese neue Waffengattung, dieses Energy Axe Blade oder was? Ich habe die neuen Waffen alle noch nicht probiert. Ich bin direkt wieder aufs Langschwert gegangen. Was blinkt denn? Dann nehmen wir, sammeln das auch ein. Ja, am besten, ihr macht dann einfach mal zu jeder Waffe, wenn ihr Monster Hunter spielt, ein Tutorial mit einer der Waffengattungen und guckt, welche Waffe euch liegt. Es gibt Leute, die sind begnadete Bogenschützen oder mit der Armbrust oder mit der Gewehrlanze. Manche Leute mögen die schwerfällige Glocke oder den Hammer. Die haben auch alle ihre Vor- und Nachteile. Mit dem Hammer kann man zum Beispiel keine Gliedmaßen abtrennen, aber dafür kann man dafür Schädel spalten von Monstern oder die einfach ausnocken. Und es macht eigentlich fast Spaß. Es ist so ein bisschen wie bei einem Rollenspiel quasi die andere Charakterklasse. Das ist so ein bisschen bei Monster Hunter das Equipment. Und können wir einmal kurz eine Werbung machen? Ja, liebe Regie, wir können gerne einmal kurz Werbung machen. Wir sind gerade fertig mit der Quest, also perfektes Timing. Da machen wir ganz kurz Werbung und ja, dann bin ich gleich wieder da mit Monster Hunter 4 Ultimate. Bis gleich.